Am 1. Februar wurde die Agentur für Arbeit Sangerhausen zum Jahresauftaktgespräch zum Arbeitsmarkt im Landkreis Mansfeld-Südharz im Jahr 2021 und 2022 eingeladen. Der Presse stand dabei Dr. Simone Meißner Rede und Antwort. Sie wird die künftige Arbeitsagentur Süd des Landes Sachsen-Anhalt leiten, in der ab dem nächsten Jahr die Bereiche Mansfeld-Südharz, Burgenlandkreis, Saalekreis und Stadthalle zusammengefasst sein werden. Die Leitung unter anderem für den Bereich MSH obliegt ihr bereits jetzt. Zunächst analysierte sie den regionalen Arbeitsmarkt im Jahr 2021. Es gab da ja einen schweren Start im Januar, Februar durch den Lockdown, aber auch eine schnelle Erholung ab März. Kurzarbeit habe dabei im zweiten Corona-Jahr den Arbeitsmarkt weiter stabilisiert, sodass die Arbeitslosigkeit zurückging und insgesamt unter dem Jahreswert von 2019 lag. Allerdings habe sich die Spaltung am Arbeitsmarkt verstärkt. Einerseits gibt es Fachkräftebedarf, andererseits eine steigende Langzeitarbeitslosigkeit. Besonders Langzeitarbeitslose, Ältere ab 50, Schwerbehinderte und Arbeitslose ohne Berufsabschluss haben es nach wie vor schwer. Deshalb resultieren für das laufende Jahr Aufgaben für die Arbeitsvermittlung. Arbeitgeber sollen stärker an diese Personengruppen herangeführt werden, indem man zum Beispiel passgenaue Fördermöglichkeiten aufzeigt und mit Qualifizierung und Weiterbildung die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Erfreulicherweise ist im letzten Jahr die Zahl der gemeldeten Stellen gestiegen und es gibt einen Fachkräftebedarf, vor allem im Bereich Gesundheit, Sozialwesen, verarbeitendes Gewerbe und Zeitarbeit im Bau, im Handel und im Gastgewerbe. Das alles vor dem Hintergrund, dass die Unternehmen im Landkreis sich längerfristig auf die Pandemiesituation einstellen mussten und auch die unterschiedlichen Auswirkungen der Regelung spürten. Die Kurzarbeit in der Region erreichte im Februar ihren Höhepunkt mit über 4.300 Personen, die von ihr betroffen waren, und nahm dann, soweit Zahlen vorlagen, kontinuierlich im Jahresverlauf ab. Insgesamt konnte die Anzahl der versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Landkreis mit knapp 41.000 relativ stabil im Vergleich zu den Vorjahren gehalten werden. Was die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktes in der Region betrifft, so musste im Januar eine Zunahme registriert werden. Konkret sind es 386 Männer und Frauen mehr, die im Vergleich zum Vormonat arbeitslos waren. Die Gesamtzahl beträgt damit 6.428, die Quote 9,9%. In der Hauptagentur Sangerhausen waren es 143 Personen mehr, jetzt 2.438, die Quote 9,6%. Eisleben meldet 2.297 Arbeitslose, das sind 153 mehr als im Dezember, die Quote 10,2%. Und schließlich die Geschäftsstelle Hettstedt, 1.693 arbeitslose Männer und Frauen, 90 mehr als im Dezember 2021, hier die Quote 9,8%. Allein diese Zahlen beweisen, dass auch in der neuen Struktur ab Jahr 2023 es für die Agentur für Arbeit in der Region genügend Aufgaben geben wird.